Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Kommunikationsnutzende, alle hier auch auf den Besucherterrassen. Was Hartz IV für den Sozialstaat war, ist die Vorratsdatenspeicherung für den Rechtsstaat. Eine Perversion und Umkehrung der Beweislast und die Einführung des Generalverdachts. Und Herr Kutschaty, nach Ihren eigenen früheren Maßstäben darf ich Sie jetzt wohl in der Steinzeit verorten. Sicherheit und Überwachung ergeben halt keine Freiheit, Herr Römer. Eingriffe und Grundrechte, Herr Römer, wollen Sie abgewogen haben. Also, die Durchsetzung der Maßnahme Vorratsdatenspeicherung wiegt demnach schwerer als die Freiheit? Also eine Maßnahme, deren Wirkung bezüglich des vermeintlichen Ziels gar nichts bringt, also keine Verbrechen verhindert und selbst, laut Minister Kutschaty, nur in sehr geringem Umfang aufklärt? Also im Gegenteil, Sie verschwenden mit der Vorratsdatenspeicherung Ressourcen, die wir für echte Verbrechensverkämpfung verwenden könnten. Und dazu kommt auch noch das Missbrauchsrisiko der gesammelten Daten. Das ist wirklich erschreckend, wie wenig der SPD die Grundrechte an der Stelle wert sind, nach eigenen Aussagen. Falls Ihnen ideologisch der Blick auf die Kuriositäten der Vorratsdatenspeicherung versperrt ist, möchte ich es Ihnen einfach machen. Nehmen wir mal an, Freiheit und die Errungenschaften des Rechtsstaats würden uns nichts bedeuten und es ginge allein um die Erfolge für die Verbrechensaufklärung. Also von Bekämpfung sprechen wir gar nicht. Da muss ich Ihnen leider sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist die PKW-Maut der Verbrechensaufklärung. Wenig Nutzen, Holzhammer-Methode, bürokratisch, die geringen Effekte werden vom Bürokratieaufwand aufgezehrt. Viel zu teuer für das, was bei rauskommt, viel zu teuer, gerade für NRW. Und das betrifft die Polizei, die öffentliche Hand, aber auch die Wirtschaft. Die gescheiterte Vorratsdatenspeicherung von 2007 hat der deutschen Wirtschaft Kosten in Höhe von bis zu 340 Millionen Euro verursacht, für die sie keine Erstattung bekommen hat. Und bei einem neuen Anlauf der Vorratsdatenspeicherung rechnet der Eco-Verband der deutschen Interwirtschaft mit 600 Millionen Euro Aufwendung auf die insgesamt 2500 Betriebe, die dazukommen. Auf NRW entfällt da ein Großteil, denn in NRW sitzt ein Großteil der betroffenen Firmen. Die gestiegenen Kosten ergeben sich aus den höheren Anforderungen und auch den gewachsenen Datenmengen. Denn auf die 2007 entworfene Technik kann man auch nicht mehr zurückgreifen. Also, wo ist der Ruf, zum Beispiel hier nach einem bundespolitischen Ausgleich der Kosten? Denn nordrhein-westfälische Bevölkerung und die Wirtschaft zahlen für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung und somit für ihre eigene Totalüberwachung und Datenzwangserfassung. Können wir in NRW was dagegen tun? Ja, denn NRW hat Gewicht und das geht auch mit einer SPD, da bin ich mir sicher. Ja, wir müssen halt damit arbeiten, was wir in NRW so haben. Aber schauen wir nach Kiel und Schleswig-Holstein, da setzt sich sogar der aktuelle Innenminister der SPD gegen die Vorratsdatenspeicherung ein. Ja, wir wissen, er hat sogar den Job deswegen. Der war dagegen, es geht also. Man kann nämlich auch in der SPD frei und aufrichtig entscheiden, zumindest in Kiel. Bis Kiel reicht der Einfluss von Sigmar Gabriel offensichtlich nicht. Und Sie, Frau Ministerpräsidentin Kraft und Minister Jäger, haben selbst dafür gekämpft, dass uns in Zukunft Bewegungsprofile angelegt werden. Und Sie haben dafür gekämpft, dass wir alle unter Generalverdacht stehen. Wieso stimmt die NRW-SPD da überhaupt zu? Das frage ich mich hier. Und dazu haben wir auch keine Antworten bekommen. Was hat die Delegierten dazu bewegt? Das Schauspiel von Sigmar Gabriel, der Covent, hätte noch eigene Evaluation durchgesetzt? Also erst Totalüberwachung, dann Nachdenken? Also, was haben die Menschen in NRW davon? Warum gibt es, Frau Kraft, Berichte, dass Delegierte unter Druck gesetzt wurden? Welchen Preis erzielen Sie eigentlich für Ihren persönlichen Einsatz, für den hemmungslosen Ausverkauf unserer persönlichen Freiheit, der überhaupt nicht verkäuflich sein sollte? Was ist der Deal? Geld fließt ja scheinbar nicht nach NRW. Also, wir haben heute noch keine plausiblen Argumente gehört, vielleicht bekommen wir sie ja noch. Sie nehmen den Ausverkauf der Bürgerrechte in Kauf. Ich kann nur spekulieren, dass die Gründe irgendwo zwischen unglücklichen Karriereplanungen und dem Verkauf der SPD an eine CDU-Holding liegen. So viel zur Relevanz, Herr Römer, gekippte Gewässer 2. Und naja, vielleicht zum Schluss ein Wort zur CDU. Herr Golland,
nannte da Beispiele von Facebook und Google und bezog dann, ja, da könnte man ja auch alle überwachen. Das ist so viel, wie wenn man sagt, viele Menschen rauchen ja freiwillig. Welches Recht leiten wir da dem Staat aus ab? Irgendwie Chemtrails oder so? Im Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen ja, die Bevölkerung vor Feinstaub und Luftverschmutzung zu schützen. Derzeit scheint der Weg nach Karlsruhe vorgezeichnet. Die Vorratsdatenspeicherung war vor einigen Jahren bereits ein glatter Verfassungsbruch und wird auch diesmal scheitern. Besser wäre allerdings, wir bringen das jetzt hier gleich zum Scheitern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Frau